Die USA haben einen Importstopp verhängt auf russisches Öl. Die Europäer wollen Ölkäufe aus Russland auch zurückfahren. Öl aus Russland kommt also jetzt nicht mehr so auf den Markt. Und dadurch haben wir jetzt Analystenkursziele für Öl von 185 Dollar oder sogar 200 Dollar pro Barrel. Was heißt es für Ölaktien? Soll man immer noch kaufen? Haben die noch viel Potenzial oder muss man langsam aufpassen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich muss Ihnen ja nicht sagen, was gerade los ist. Krieg in der Ukraine, die Börsen sind stark unter Druck gewesen die letzten Wochen. Und mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt darum, weil die Bilder, die wir gerade sehen, weil die jetzt alle so schrecklich werden. Es hat andere Kriege auch gegeben in den letzten Jahren, die auch sehr schlimm waren. Und es fällt ja auch nicht alles. Also so Dinge wie Rüstungsaktien, Goldaktien, Ölaktien, Rohstoffaktien, die sind natürlich gestiegen. Wo jetzt viele wieder sagen, ja, da sieht man mal wieder, wie gemein und wie opportunistisch die Aktienmärkte sind. Aber versetzen Sie sich mal in einen ganz normalen Anleger. Also denken Sie an Ihre Oma zum Beispiel. Nehmen wir mal an, Ihre Oma hat ein paar BASF-Aktien, die hat ihr der Opa irgendwann mal gekauft. Ihre Oma ist garantiert eine herzensgute Frau und wenn sie in den Nachrichten sieht, was mal wieder so passiert auf der Welt, dann lässt sie das nicht kalt. Aber auf die Idee, dass sie darum ihre Aktien jetzt verkauft, auf die kommt sie in der Regel nicht. Beim besten Willen nicht, weil das eine ja mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Nur diesmal hat es vielleicht schon was miteinander zu tun. Und Ihre Oma denkt sich vielleicht, ja, Moment mal, Russland, Putin, BASF, die haben doch da, sind auch bei dieser Pipeline von dem Schröder dabei. Und dann verkauft sie ihre Aktien vielleicht doch. Und am Ende kauft sie vielleicht sogar Ölaktien dafür, weil Öl ja furchtbar teuer ist gerade. BASF ist zwar auch eine Ölaktie in gewisser Weise, aber da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Aber so ist es nun mal. Man sieht, was passiert, man fragt sich nach den Konsequenzen einfach auch. Und das, was gerade passiert, das hat eben wahrscheinlich erhebliche Konsequenzen. Russland ist ein wichtiger Rohstoffproduzent, genauso wie die Ukraine ja auch, bei Getreide zum Beispiel, bei Eisenerz. Russland ist belegt worden mit scharfen Sanktionen, die Rohstoffe von da werden gemieden oder der Handel ist gestört wegen den Sanktionen im Finanzbereich oder gekappte Flugverbindungen. Und die Rohstoffpreise waren ja schon vor der Krise hoch. Und jetzt kann aber theoretisch wirklich manches knapp werden, allen voran Öl und Gas. Die USA haben dieses Importstopp verhängt, ist nur konsequent. Es wundert mich zwar, dass sie es einfach so gemacht haben, also dass sie das jetzt nicht nochmal als Druckmittel eingesetzt haben, zum Beispiel für ihre Forderungen so in die Richtung, wir wollen, dass er das und das macht, sonst machen wir zusätzlich noch das und das. Aber vielleicht haben sie es ja auch so gemacht, das wissen wir nicht. Und was auch wichtig ist, schon Tage vorher gab es für russisches Öl kaum noch einen Markt. Also viele Käufer und Händler haben schon freiwillig verzichtet auf russisches Öl, weil sie Sanktionen befürchtet haben oder wegen dem öffentlichen Druck auch. Also es sind ja viele Geschäftsbeziehungen freiwillig auch abgebrochen worden, bis hin zu so dramatischen Entwicklungen eben wie hier. Schalke 04 dreht Gazprom den Geldhahn ab, schreibt der Bond Guide, dem man vielleicht nur mal erklären sollte, was das Wesen von Sponsoring-Verträgen ist. Aber wie auch immer, das russische Öl, das will keiner mehr, die russischen Anbieter bleiben im Moment drauf sitzen. Jetzt ist es natürlich so, dass sich die Welt das im Prinzip gar nicht leisten kann. Russland ist inzwischen der zweitgrößte Ölproduzent nach den USA, steht für 14% von der globalen Ölproduktion. Und ist gleichzeitig auch der größte Ölexporteur, hat vor dem Krieg jeden Tag mindestens 5 Millionen Barrel an den Weltmarkt gebracht. Und wenn die jetzt wirklich ausfallen, die 5 Millionen, dann kann man das erstmal nicht ersetzen. Dementsprechend auch Panik an den Märkten. Das hier ist Brentöl, da ein Jahreschart von TradingView auf Jahressicht um über 90% gestiegen, allein seit Anfang Januar um mehr als 60%. Am Montag war er bei über 130 Dollar pro Barrel, gestern dann wieder deutlich korrigiert und der DAX ist dabei dann gleichzeitig um fast 8% gestiegen.
Das heißt nichts anderes, als dass sich der Aktienmarkt und Öl jetzt komplett gegenläufig entwickeln. Also der Ölpreis ist jetzt kein Wachstumsindikator mehr oder sowas, sondern er ist für die Börsen eine Bedrohung geworden. Dadurch, dass er die Konjunktur jetzt vielleicht abwürgt und das herbeiführt, was man am meisten befürchten muss, auch ein Stagflationsszenario. Hohe Inflation bei gleichzeitig niedrigem Wachstum, wo auch die Notenbanken dann nicht mehr viel machen können, weil sie mit einer Anti-Inflationspolitik die Wirtschaft dann erst recht abwürgen. Und wenn es so kommt, dann darf man gespannt sein, was die dann machen. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir dann Argumente hören würden, so in die Richtung, die Inflation sei ja angebotsseitig und dagegen könne man sowieso nichts tun, also lassen wir es lieber gleich, in der Tendenz zumindest. Die Alternative wäre dann eben die große Demand Destruction, die sprichwörtliche Zerstörung der Nachfrage durch eine straffe Geldpolitik. Und darauf wird man es wahrscheinlich nicht ankommen lassen. Vielleicht zerstört sich die Nachfrage aber jetzt eben auch selbst durch die hohen Rohstoffpreise. Das ist das große Thema an den Börsen, genau wie im richtigen Leben auch. Wir sehen es ja jeden Tag in den Nachrichten. Erst kommen die Bilder aus Kiew, dann kommt der Karl Otto an der Tanksäule, wie er über die Benzinpreise schimpft. Wie weit steigt der Ölpreis noch? 70% vom russischen Exportöl haben schon keinen Abnehmer mehr gefunden, bevor die US-Sanktionen gekommen sind, sagt das Oxford Institute for Energy Studies. Das wären 3,8 Milliarden Barrel pro Tag, aber ob es jetzt 3,8 oder 5,4 Millionen sind, man kann es nicht ersetzen. Es werden jetzt Reserven freigegeben, weltweit 60 Millionen Barrel, aber man kann sich schon ausrechnen, das hält nicht lang. Und ein anderer großer Prozent ist ja Saudi-Arabien und in der Ecke gibt es dann auch noch den Irak, Kuwait, die Emirate und man sagt, die könnten zusammen 2 Millionen Barrel zusätzlich produzieren, aber eben auch nur dann, wenn sie sich wirklich anstrengen, wenn sie es auch wirklich wollen. Ein paar andere OPEC-Länder noch, die können ihre Produktion so gut wie gar nicht mehr steigen, selbst wenn sie das wollten. Ein großer Hoffnungsträger ist der Iran im Moment, ausgerechnet der, der ja auch jahrelang mit Sanktionen belegt worden ist. Da hofft man, dass es jetzt ein neues Atomabkommen gibt. Aber auch der Iran wird wahrscheinlich maximal erstmal so 1,5 Millionen Barrel zusätzlich liefern können. Und man freundet sich ja auch gerade wieder mit Venezuela an. Aber wenn da jetzt auch wirklich Sanktionen aufgehoben werden sollten, dann sind es wahrscheinlich auch nur so 100.000 Barrel zusätzlich für den Weltmarkt. Und vom Fracking in den USA kommt auch nicht mehr viel. Die freuen sich jetzt einfach und warten ab, weil sie einfach schon zu oft zu euphorisch waren, dann bös erwischt worden sind. Bekannt ist ein Satz vom CEO von Pioneer Natural Resources, der gesagt hat, ob jetzt Öl bei 100 steht oder bei 150 oder bei 200 Dollar, wir werden unsere Pläne nicht ändern. Und so ungefähr sehen dann eben auch die Kursziele aus für Öl im Moment. Bei JP Morgan hat man letzte Woche schon gesagt, also vor dem Importstopp, wenn das russische Öl jetzt wirklich nicht mehr richtig auf den Markt kommt, dann ist der Ölpreis am Ende des Jahres bei 185 Dollar. Oder Bank of America mit dem Szenario, dass jetzt eben die USA und die NATO-Staaten kein Öl mehr kaufen würden, dann wären wir denen zufolge sogar bei 200 Dollar. Mit anderen Worten, wenn das jetzt so kommt, dann kann man natürlich jetzt auch noch locker Ölaktien kaufen. Die Öl- und Gasproduktion bleibt hochprofitabel und da ist noch viel Luft nach oben. Und darum kriegen Sie von uns nächste Woche auch einen Zukunftsmärkte-Report mit klassischen Ölaktien, so wie Shell, Total, BP, Exxon, wo wir darauf eingehen, was ist mit denen passiert, wie schätzen wir die ein und so weiter. Die Reports werden per E-Mail verschickt und sind natürlich gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Die großen Ölgiganten, wer ist da noch kaufenswert? Der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Die große Frage ist jetzt nur, dass mit dem Wegfall der russischen Exporte, kommt das auch wirklich so? Das sind die Empfänger der russischen Ölexporte laut Statista und UNComTrade. Zumindest war das so im Jahr 2020. Europa, viele kleine Länder, das darf man aber trotzdem nicht unterschätzen, sind zusammen fast 60%. Nur,
Der mit Abstand größte Abnehmer, ein Drittel vom Gesamtvolumen, das war China. Und wie wir wissen, China hat natürlich keine Sanktionen verhängt gegen Russland und man kann China dazu jetzt auch nicht zwingen, dass sie da kein Öl mehr kaufen. Die USA zwingt ja die Europäer auch nicht, sondern ist da auch schon froh, dass die ihre Importe jetzt eben reduzieren wollen. Jetzt kann China natürlich die übrigen 66% da nicht auch noch abnehmen. Es bleibt also schwierig für Russland. Aber so wie ich mir das vorstelle, in einem Umfeld, in dem Öl knapp ist und teurer wird, da läuft es wahrscheinlich dann doch so am Ende, dass sich das dann eben irgendwie umgruppiert. Also die Länder, die kein russisches Öl wollen, werden ja jetzt zusätzlich Öl nachfragen von anderen Produzenten und dafür müssen eben andere Länder stärker ausweichen auf russisches Öl. Und das dauert wahrscheinlich, ist aufwendig, höhere Transportkosten, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es auf Dauer einen Markt gibt mit teurem Öl von den anderen Produzenten und einen Markt mit billigem russischem Öl, das keiner haben will. Und darum glaube ich eben auch, dass einiges von dem Öl, das im Moment nicht an den Markt kommt, dass das dann eben doch wieder an den Markt kommt. Und damit ist die ganze Ölpreispanik und die Wahnsinns-Ölpreisprognosen vielleicht möglicherweise übertrieben. Kurzfristig klar, wer weiß schon, was da kommt, da ist alles möglich, aber $200 Ende 2022 und solche Dinge, da glaube ich nicht dran. Trotzdem sind Ölaktien aber interessant. Das erste ist schon mal, die sind zwar auch gestiegen natürlich in den letzten Monaten, aber sie sind jetzt nicht so regelrecht explodiert wie der Ölpreis. Die Anleger sind da schon vorsichtig, die wissen auch, dass man das alles nicht eins zu eins übertragen kann. Und relativ zum Ölpreis und zu den Gaspreisen sind Ölaktien günstig, nach wie vor. Es hat eine Studie von Morgan Stanley gegeben neulich, da ging es um Ölaktien, die nicht so bekannt sind bei uns, Suncor, Marathon Oil, Devon und sowas, wo der Analyst aber auch gemeint hat, wenn der Ölpreis so bleibt wie jetzt, dann würden die riesige Cashflow-Renditen abwerfen im Moment. Und eingepreist wäre da eher im Moment ein WTI-Ölpreis von $64 oder sowas. Und die Aktien wären auch erst dann teuer, wenn sich der Ölpreis jetzt wirklich halbieren würde. Und das ist das, was man von vielen Ölaktien sagen kann im Moment. Sie sind nicht wahnsinnig teuer, die Bewertungen sind fair und spiegeln das Umfeld, das wir momentan haben, eben auch nicht wider. Und ein Ölkonzern braucht aber eigentlich auch nicht so einen kurzen, starken Preissprung jetzt auf $200 pro Barrel oder sowas, sondern er braucht einen Ölpreis, der relativ lang halbwegs hoch ist. Dann ist er sehr profitabel. Der muss auch nicht so hoch sein wie heute, aber er muss eben für längere Zeit relativ hoch sein. Und das halte ich schon für wahrscheinlich. Vergessen wir nicht, der Weltmarkt war schon vor der Krise nicht gut versorgt. Der Ölpreis ist schon 2021, lang vor der Krise, immer gut gestiegen. Man hat sich ja auch zu Recht Sorgen gemacht über die strukturellen Probleme da im Sektor und über zu niedrige Investitionen im Sektor und so weiter. Insofern sind Ölaktien schon noch interessant. Nur denken Sie auch dran, Ölaktien sind natürlich immer noch zyklische Aktien. Und wenn sie da jetzt voll eingedeckt sind und wenn wir jetzt wirklich so Ölpreise haben sollte, über Jahre hinweg von über $80 und über $100, dann kommt irgendwann einfach auch der Punkt, wo man Kasse machen muss, weil man bei einem langjährig hohen Ölpreis auch wieder höhere Investitionen haben werden in dem Sektor und irgendwann geht es unweigerlich wieder runter. Zweitens, das Ganze kann kurzfristig schon sehr volatil werden. Also wenn Sie jetzt noch kaufen zusätzlich, dann lieber klein und gestaffelt bei Rücksetzern auch. Und drittens, es gibt natürlich ein Szenario, bei dem es auch wirklich einen harten Rückschlag geben kann. Das wäre ein Waffenstillstand in der Ukraine und ein Rückgang der internationalen Spannungen. Das, was wir uns eigentlich alle wünschen. Aber für diese Kaufpanik beim Ölpreis, da wäre das garantiert ein harter Dämpfer dann. Nichts ist völlig undenkbar. Es ist auch gestern im Ansatz schon durchgespielt worden, sowas am Markt. Und eins wollen wir ja wirklich nicht, dass der Krieg vielleicht wirklich vorbei ist irgendwann und die ganze Welt jubelt und Sie sind dann derjenige, der sich vor Ärger in den Stuhl beißt, weil er sich damit verzockt hat.
Halten Sie es also lieber so wie Ihre Oma, bleiben Sie immer reinen Herzens, was am besten geht, natürlich mit einem breit gestreuten Depot, zu dem sicher auch Ölaktien gehören, zum Schutz in der aktuellen Lage vor Stagflationsdruck, bedingt durch steigende Ölpreise. Aber halten Sie eben nicht nur Ölaktien, und wenn Sie aber noch solche Aktien suchen, dann wie gesagt, nächste Woche kommt von uns der Zukunftsmärkte-Report mit wichtigen Einzelaktien aus dem Sektor. Dafür noch schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.